Freunde, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Wie ihr wahrscheinlich schon in der Videobeschreibung gesehen habt, heute geht es um Sneaker oder generell um Schuhe. Schuhe für den Sommer. Ich habe mir mal ein paar Schuhe rausgesucht. Ein paar habe ich davon aber auch nicht. Ein paar sind noch gar nicht draußen, ein paar sind schon draußen. Es ist so eine gemischte Liste. Ich habe ein paar allgemeinere Sachen reingepackt, aber auch bestimmte Colorways von manchen Sneakern. Sage ich dazu aber auch noch was. Ja, ich würde sagen, wir fangen direkt an mit dem Video. Ich wünsche euch viel Spaß. Lasst mir gerne eure Meinung in den Kommentaren da. Vielleicht habt ihr noch andere Sneaker, die ihr für den Sommer cool findet oder generell andere Schuhe für den Sommer. Ich sage die ganze Zeit Sneaker. Ich bin immer so auf Sneaker fokussiert. Generell andere Schuhe, die ihr vielleicht für den Sommer ganz cool findet. Und ansonsten würde ich sagen, boah, Alter, warum geht meine Stimme weg? Ansonsten würde ich sagen, viel Spaß und let's go. Also, es ist eine Top-5-Liste, aber es ist jetzt ohne Rangliste. Also, nicht Platz 1 ist das Beste und Top 5 das Schlechteste. Es ist einfach coole. Also, 5 Schuhe, die ich für den Sommer so für sinnvoll halte. Es sind teure Sachen dabei, sind aber auch günstige oder günstigere Sachen dabei. Bin nicht so ein Fan davon, so Videos zu machen, die besten, günstigsten Sneaker für den Sommer. Weil ich finde, Qualität hat auch manchmal seinen Preis. Ja, man bezahlt vor allen Dingen in der Mode oft für Markennamen, aber ihr wisst, was ich meine. Ich bezahle lieber mehr und bekomme dann auch das, was ich wirklich möchte und trage das dann 5 Jahre, anstatt dass ich mir irgendein billiges Teil hole oder halt ein günstigeres Teil und mir dann nach einem Monat denke, das war doch nicht so das Wahre. Wir fangen direkt an, wir starten rein für den Sommer. Slides sind essentiell. Es gibt verschiedene Slides. Jetzt auch gerade einen Trend gibt es verschiedene Sachen oder generell Sandalen. Ich bin ein sehr, sehr großer Fan von den Tsuikoke. Spezifisch von den Tsuikoke Motocap. Die habe ich auch selber. Das sind wirklich meine Lieblingshausschlappen, aber auch auf Fitpicks habe ich die jetzt schon öfters angehabt. Die sind sehr, sehr gemütlich. Kommen mit verschiedenen Preisen. Müsst ihr mal gucken, je nachdem, wo ihr die kauft. Die gibt es bei Farfetch, bei Tsuikoke selber natürlich, bei Overkill gibt es die, glaube ich, auch. Ich packe euch Links in die Beschreibung, falls ich welche finde. Müsst ihr mal gucken, welche Preise euch am besten zusagen. Auch mit dem Versand muss man immer ein bisschen gucken. Ja, wie gesagt, ich habe die selber in Schwarz, gibt es aber in ganz, ganz verschiedenen Farben. Auch bei mir auf Pinterest habe ich ein Bild von denen in Silbern. Das ist, glaube ich, sieht auch sehr, sehr cool aus. Habe ich damals bei Alex und Tool gesehen. Da wieder mal Shoutout für die nice Inspiration. Wirklich ein sehr, sehr nice Slide mit einer coolen Silhouette. Etwas breiter, also ein bisschen chunky angelehnt, aber jetzt auch nicht zu sehr, dass es irgendwie störend ist. Qualitativ auch super. Ich muss sagen, die gehen vorne etwas schnell kaputt, aber ich glaube, das liegt einfach an mir, weil ich vor allen Dingen bei Sandalen sehr dazu neige, immer über den Boden zu schleifen. Ansonsten gibt es zu denen nicht viel zu sagen. Dann macht man nichts mit falsch. Dann würde ich sagen, kommen wir direkt zum nächsten Schuh. Hierbei geht es um einen spezifischen Colorway, der jetzt bald droppt. Und zwar ist das der New Balance 900... Alter. What the fuck? Und zwar ist das der New Balance 990er V3 x Teddy Santis im Seasort Colorway. Finde ich super cool. Der ist jetzt zuerst in den USA gedroppt. Habe ich auch bei LBG gesehen, dass er sich den gezogen hat. Der droppt jetzt auch diese Woche hier in Deutschland, beziehungsweise ich glaube sogar komplett in Europa. Donnerstag, dem 7.7. Checkt das gerne mal aus. Guckt irgendwie bei Droplist oder so, ob ihr da mal den Release abchecken könnt. Gibt es verschiedene Raffles zu. Ist teuer, aber ist bei New Balance halt leider so. Vor allen Dingen bei den 990ern. Aber da habe ich auch eine günstigere Alternative, was wahrscheinlich jetzt alle kennen werden, weil ich den Schuh immer trage. Aber komme ich später zu. Aber prinzipiell New Balance macht ja nichts mit falsch. Auch Runner im Sommer, schön gemütlich, nicht zu warm, nicht zu dick, schön leicht. Kann man immer mitnehmen, kann man gut mit rausgehen, kann man gut kombinieren. Vor allen Dingen die Farbe, ich finde die Farben sehr, sehr schön. Ich muss persönlich sagen, ich finde V3 bis V5 am besten. Jetzt dieses Jahr soll, glaube ich, sogar noch der V6 herauskommen. Da gab es auch ein paar Looks schon drauf, den finde ich auch ganz cool. Bin ich mal gespannt, was da so bei rumkommt. Ist auf jeden Fall mal wert, den Release auszuchecken. Und dann würde ich sagen, machen wir direkt weiter. Beim dritten Schuh kommen wir zu einem wahrscheinlich jetzt noch ein bisschen umstritteneren Schuh. Und zwar ist das der Adidas Samba. Wir haben im Stream-Chat schon sehr, sehr viel darüber geredet. Vor allen Dingen Friedrich ist ja ein sehr, sehr großer Vertreter der Samba-Verehrer, sage ich mal. Ich finde den Schuh ganz interessant. Es kam durch diese ganze Bloke oder Blake. Ich kann mir nie merken, ob es Blake oder Blowcore heißt. Ich meine Blowcore. Kam durch diese ganze Blowcore-Ästhetik. Wie gesagt, ich bin der Meinung, dass es sehr cool ist. Ich habe schon mehrere Male überlegt, mir einen da zu bestellen. Bin auch immer noch nicht ganz abgeneigt dem gegenüber. Vor allen Dingen, weil ich ja auch selber Fußball spiele. Dann ist das nochmal ein bisschen persönlicherer Touch. Ja, muss man gucken, ob man den bekommt. Ich weiß, dass der in vielen Stores mittlerweile ausverkauft ist, weil wie gesagt, er ist halt in den Hype gekommen, sag ich mal. Da gab es aber jetzt auch schon verschiedene Kollabos mit. Sehr, sehr interessanter Schuh. Ist eine andere Silhouette. Ist eher flach gehalten. Im Vergleich zu allen anderen Sneakern, die ich so auf der Liste habe, ist der, glaube ich, sehr schmal. Auch. Trotzdem kann man den mal auschecken. Gibt es viele verschiedene coole Styles mit. Zum Beispiel bei Megan Trunk. Auf Instagram könnt ihr gerne mal auschecken. Wirklich eine super Creatorin. Die hat ganz coole Fits mit den Schuhen und dann mit ein paar Parachute Pants. Und da kommen wir zu den Birkenstocks. Ich habe Birkenstocks so erst wirklich auf dem Schirm, seitdem die mit Sissy die Kollabo hatten, für die Bostons dann. Muss aber sagen, seitdem habe ich mir immer öfter verschiedene Birkenstock-Modelle angeguckt. Nicht nur Bostons, auch die normalen Slides. Ich kann da jetzt gerade die Namen nicht auswendig. Generell Birkenstock, jeder oder fast alle werden es kennen. So, in jedem deutschen Haushalt gehört es eigentlich dazu, dass mindestens ein paar Birkenstocks irgendwo im Schuhschrank rumsteht. Qualitativ super. Ich finde, sieht auch cool aus. Ist halt luftig. Ist genau dasselbe wie bei den Tsuikokes. Man hat hier eine Slide. Ich finde es auch mal super. Man schwitzt nicht so sehr in den Füßen. Kann man mit verschiedenen Styles rocken.
Klar, es ist immer eher was Lockeres, aber ich finde trotzdem, dass man die ganz cool bringen kann. Auch ganz verschiedene Colorways kann man sehr auffällig tragen. Es gibt so einen knallig blauen Colorway zum Beispiel. Dann noch den klassischen, den man meistens auf Pinterest sieht. So dieser beige Colorway, sieht auch sehr, sehr cool aus. Ist was anderes als jetzt klassische Slides. Trotzdem eine Überlegung wert, auf jeden Fall. Deshalb habe ich die auf die Liste getan, weil ich halt auch selber überlege, mir die mal zu bestellen. Und dann kommen wir zum nächsten Schuh und ich glaube sogar auch der letzte Schuh. Und zwar ist das der, wer hat es gedacht, der New Balance 2002 R. Ich finde, hier gibt es super viele verschiedene Colorways, auch in den verschiedensten Preisklassen. Es gibt ja die Protection Pack Colorways, die sind halt ein bisschen teurer. Dann gibt es aber auch ganz normale Colorways, die man teilweise für Retail immer noch bekommt. Ich trage meinen Adidas Lemon jetzt fast tot. Ich bin auch schon am überlegen, ob ich mir einen neuen kaufen soll, weil meiner jetzt echt schon gut mitgenommen ist mittlerweile. Wie gesagt, das ist auch eine super Alternative in meinen Augen zu den 990ern, weil die halt dann doch im Retailpreis und auch im Resale-Preis meistens ein bisschen günstiger sind, aber trotzdem sehr komfortabel kommen, sehr luftig, super für den Sommer. Genau dasselbe, was ich eigentlich auch bei dem 990er gesagt habe. Damit kann man super Fitpicks bringen. Ich habe mich auf jeden Fall noch nicht satt gesehen an dem Schuh. Da gibt es wirklich, also ich kann es nur nochmal wiederholen. Ich finde, das ist einer der besten New Balance, die es so gibt, vor allen Dingen bezogen auf die Colorways, die man so zur Verfügung hat. Also da gibt es ganz verschiedene Sachen, eher cleanere Sachen, dann auffälligere Sachen. Shoutout Ben. Ben hat so einen grünen Colorway davon, finde ich super nice. Also ich finde wirklich, da hat man so viel Auswahl. Muss man eigentlich was finden. Ja. Ja, Freunde, wie gesagt, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Das war jetzt ein bisschen ein kürzeres Video, glaube ich, im Schnitt. Also ich habe jetzt 10 Minuten knapp aufgenommen. Das wird dann so auf 5, 6 Minuten hinauslaufen, denke ich mal. Ich hoffe, nichtsdestotrotz hat euch das Video gefallen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr sowas nochmal sehen wollt oder sowas ähnliches, irgendwie Top 5 Hosen. Keine Ahnung, ob man da irgendwas zusammensuchen kann oder einfach generell zu irgendwelchen Oberthemen, so Listen mit Sachen für verschiedene Jahreszeiten, ob euch sowas gefällt. Schreibt mir gerne die Kommentare, ne? Die Meinung zu den einzelnen Pieces. Vielleicht habt ihr noch irgendeinen Vorschlag, der gut kommt. Ich hatte überlegt, Vierer auf die Liste zu packen, aber ich finde irgendwie, dass Vierer für den Alltag nicht so ganz geeignet sind, weil man da meistens dann doch schon mehr Geld in die Hand nehmen muss. Bei mir persönlich ist es so, wenn ich viel Geld für einen Schuh bezahle, dann passe ich da meistens auch ein bisschen besser drauf auf. Also am Ende des Tages, so nach einem Jahr, sieht er dann trotzdem komplett mitgenommen aus, aber zumindest am Anfang. Das war's dann mit dem Video. Lasst mir gerne ein Abonnement da und aktiviert die Glocke, damit ihr keine Videos mehr verpasst. Gebt dem Video einen Daumen nach oben. Das pusht den Algorithmus und supportet mich. Wenn euch das Video gefallen hat, würde mich sehr freuen. Macht euch einen schönen Tag. Ich würde sagen, haut rein. Ciao, ciao.